Eine selbst für VfB-Verhältnisse recht aufregende Woche liegt hinter uns. 0:6 Klatsche in Augsburg, Entlassung von Markus Weinzierl und die Vorstellung des neuen Interimstrainer Nico Willig, der von der U19 aufrückt. Dann kam von Benjamin Hoffmann vom Kicker parallel ein Quatrix Dietrich Stein ins Rollen mit einem ersten Artikel im Kicker über das ganze Thema Dietrich und Quatrix. Am Samstag ging es dann zum Glück nochmal nur um den Fußball und der VfB hat einen ganz wichtigen 1:0-Sieg gegen Gladbach eingefahren. Und dann kam am Sonntag direkt der nächste Artikel im Kicker mit neuen Aussagen von Jan Schindelmeiser in der Causa Dietrich nach. Mein Name ist Martin und ich freue mich eben genau über diesen Komplex mit Kicker-Redakteur Benjamin Hoffmann über die neuesten Erkenntnisse rund um das Thema Quatrix. Natürlich auch über den Sieg des VfB sprechen zu können. Vielen Dank, Benjamin, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast und jetzt herzlich willkommen bei Brustring Talk. Ja, ich danke auch und mache ich gerne natürlich und ja, freut mich. Ich freue mich über die Einladung. Danke. Falls dich jemand trotz der letzten Tage noch nicht kennen sollte, wie ich habe schon gesagt, du bist beim Kicker. Wie ist deine Verbindung zum VfB? Ganz kurz, falls das jemand noch nicht gemerkt haben sollte. Ich bin seit, jetzt muss ich überlegen, wir haben 2019, ich bin seit 2017, seit Sommer 2017 unter anderem auch VfB-Reporter für den Kicker. Ich habe vorher mich vor allem um Mainz 05 gekümmert, im weitesten Sinne aber um alle Vereine so ein bisschen im Rhein-Main-Gebiet, aber Schwerpunkt lag bei Mainz 05. Im Sommer 2017 haben wir einen kleinen Switch gemacht, redaktionsintern. Und ich unterstütze jetzt den George Moisides in Stuttgart. Da bin ich sozusagen, wir nennen das bei uns hausintern zweiter Mann. Also ja, Urlaubsvertretung ist ein bisschen zu wenig, aber eigentlich ist der George der Frontmann sozusagen. Und darüber hinaus bin ich dann auch noch bei der TSG Hoffenheim genauso zweiter Mann hinter dem Kollegen Michael Pfeiffer. Und ja, ansonsten seit Oktober 2014 ja, mit viel Freude und mit allem, was ich journalistisch habe beim Kicker, in Diensten sozusagen. Und du warst jetzt auch, um gleich quasi mit dem ersten Thema einzusteigen, du warst am Samstag auch vor Ort und hast vermutlich, wie wir alle, eine ziemlich veränderte, von der Einstellung, von der Aufstellung her, veränderte VfB-Mannschaft gesehen, die doch recht überraschend, wie ich fand, einen 1:0-Sieg gegen Gladbach ja, nach Hause gebracht hat. Ist deine Einschätzung so zu dem Spiel und zu dem, was du in den 90 Minuten auf dem Platz gesehen hast? Ja, also so viel muss man jetzt deiner Frage eigentlich gar nicht mehr oder der Einleitung zu deiner Frage gar nicht mehr hinzufügen. Also es war von der Einstellung her was komplett anderes. Ich meine, ich habe das Spiel in Augsburg nicht im Stadion verfolgt. Da war ich parallel beim Spiel Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Aber 0:6 spricht ja für sich, spricht der Bände. Also Einstellung, würde ich jetzt sagen, 180 Grad Kehrtwendung. Bei der Aufstellung hat uns Nico Willig ja eigentlich alle überrascht, weil als der Zettel als die Aufstellung verteilt wurde im Medienraum, hat eigentlich jeder damit gerechnet. Ich glaube, auch die Kollegen von Sky hatten es dann in der Vorschau so eingeblendet. Ja, Dreierkette, klar, ne? Und dann die zwei Außenverteidiger. Und ja, und dann waren wir alle doch überrascht, dass es eine Viererkette war mit einer Raute davor, mit den zwei Achtern, Dennis Aogo, Andreas Beck. Vor allem Andreas Beck war da sehr, sehr überraschend, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der auf der Halbposition im Mittelfeld gespielt hat. Aber letztlich muss man sagen, die Idee, einfach diese spielerische Klasse, die Borussia hat, in der Mitte eben ja, zu bremsen und das Ganze vor allem schon früh über die Bahnen zu leiten, das ging auf, finde ich. Also nehmen wir mal die Anfangsphase weg, wo Plea einmal gegen Zieler ja, völlig Hanebüchen vergibt. Ja, genau. Also das ist ja irre eigentlich. Dann kam dann nicht die Welt durch und Zieler auch klasse, alles richtig gemacht. Dann gab es noch diesen einen Ball von Jonas Hofmann, wo Zieler auch super verkürzt, Hofmann dann querlegen will, dann wird grätscht nochmal einer dazwischen. Castro war das, glaube ich, der den genau, Ball dann weggegrätscht hat. Ja, der blockt, genau. Eigentlich macht Hofmann da alles richtig, macht das super eigentlich, legt quer. Und super aufgepasst von Gonzalo Castro. Und ansonsten war es nicht die Welt. Am Schluss hatte man das Gefühl, dass der VfB vielleicht ein
bisschen, also sie haben sich in den letzten 15, 20 Minuten vielleicht ein bisschen zu tief reindrängen lassen. Ich glaube, eine Mannschaft, die da wirklich vorne zwei Brecher hat, und die hat aber Gladbach eigentlich nicht, die spielt sich da vielleicht noch mehr Chancen heraus, aber so war das wirklich ein super Einstand für Nico Willig. Ich gönne es ihm auch. Man hat ja gesehen, was er für eine Last oder was, ja, wie befreiend das für alle war. Also für alle beim VfB, für alle Fans, auch für die ja, Amtsträger beim VfB. Und er selbst ging ja, das war ja fast schon Kloppo-esk, wie er da abging. Und ich habe ihn kennengelernt beim Mercedes-Benz Junior Cup dieses Jahr im Januar. Da war er ja mit der U19 vom VfB da und schon da ist er mir, also klasse, authentisch, einfach ein guter Typ, einfach einer, der, ja, der keine Floskeln von sich gibt, mit dem man wirklich über alles offen und ehrlich sprechen kann. So habe ich ihn kennengelernt und so hat er es auf der PK dann, auf seiner Vorstellungs-PK dann auch eigentlich vorgelebt, finde ich. Und ja, er hat dieser Mannschaft zumindest kurzfristig wieder Leben eingehaucht. Jetzt muss man schauen, wie es in den nächsten 3 Spielen, plus ich gehe davon aus, dass es noch 2 mehr werden, ja, wie es da klappen wird. Ja. Ja, ich glaube, die Relegation lässt sich nicht vermeiden. Also Nein, ja. nach hinten müssten wir uns schon sau drauf anstellen. Und nach vorne, ich glaube einfach, das ist total unrealistisch, dass wir jetzt noch 6 Punkte auf Schalke mit dem schlechteren Torverhältnis aufholen. Ich glaube, das kann eigentlich nicht mehr funktionieren. Und deswegen, wie du sagst, das sind 3 plus 2 Spiele. Ja, ich gehe auch davon aus, wobei ich nach diesem Spieltag letztes Wochenende, da will ich gar nichts mehr ausschließen, wie der lief, ja. Also wenn du dir den im Nachhinein anguckst, ist natürlich dieser Sieg vom VfB umso wichtiger gewesen, Ja, der war Gold wert, der war Gold wert, weil ich glaube, sonst geht das große Zittern los. Also, genau, weil das. Nürnberg hat noch mal einen Punkt geholt, Schalke hat gewonnen, womit jetzt wirklich nicht zu rechnen, also nicht unbedingt zu rechnen war. Das dachte ich jetzt nicht, nachdem was sie die letzten Wochen abgeliefert haben, dass die da 4:2 in Dortmund gewinnen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und jetzt. Ja, vor allem bei Nürnberg muss man ja mal gucken. Also, das war ja das Remis damals im VfB-Club. Also, das war leistungsgerecht, wobei Nürnberg am Schluss halt dem Sieg näher ist. So die Woche drauf vergibt Nürnberg einen Sieg gegen Schalke und vergibt nicht nur, sondern kriegt ein Tor geklaut, finde ich. Ohne da jetzt jemandem irgendwelche Ziele oder hehren Absichten unterstellen zu wollen, das bitte nicht falsch verstehen, aber normalerweise müssen die dieses Spiel gewinnen mit einem verschossenen Elfmeter und dann verschießen die gestern gegen die Bayern. Das ist, also da muss ich echt sagen, das tut mir fast schon leid, wirklich, weil wenn alles normal liefe, stünde jetzt wahrscheinlich Nürnberg auf dem 16. Platz. Also aus VfB-Sicht ist das natürlich gut, dass es für die Nürnberger so bescheiden läuft, aber aus Nürnberg, also jeder Clubfan, der hier vielleicht reinhört, interessenhalber, muss ich sagen, herzliches Beileid, das ist wirklich hart. Also da kommt es nochmal viel, viel geballter eigentlich noch als für die VfB-Fans, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Ja, also interessanterweise ja dann Leipold, wo jetzt auch gestern ja dieses Gerücht aufgekommen ist, dass er, wenn der VfB die Klasse hält, zum VfB wechselt und dann kann man dieses ausgerechnet in der Fußballersprache oder sehr oft Ja, aber ich, bemüßigt, der war mit Sicherheit ja. nicht in seinem Kopf, aber das sind dann so diese, natürlich diese Situation oder Geschichten, wo du denkst, ausgerechnet der nagelt das Ding an den Pfosten, wobei das einfach Pech war. Das kann keine Absicht, so kannst du den Ja, Pfosten nicht treffen. ich glaube, also die haben, glaube ich, sehr, sehr viele Elfmeter verschossen im Laufe der Saison. Das ist Ich dann glaube, die nicht nur letzten 3 Pech. oder 4, genau. Ja, das ist dann nicht nur Pech, sage ich jetzt einfach mal so. Aber andererseits kann man sich immer auf das Argument zurückziehen, Elfmeterschießen ist halt doch in eine gewisse Weise oder in gewisser Art und Weise eine Lotterie, ne? Aber wenn dann eben so durch die Bank die Nervenstärke fehlt, dem Team, und ich glaube, Leibold ist ja normal, also war ja nicht der Einzige, der in die Saison verschoss. Behrens war es, glaube ich, gegen Schalke, Hanno Behrens, oder? Wüsste ich jetzt nicht, aber Ja, es war auf jeden Fall nicht Leibold, genau. dann fehlt halt irgendwie so diese gewisse, ja, einfach diese Eiseskälte, die vielleicht dann ein Lewandowski hat, der in so einer Drucksituation irgendwie so Nerven wie Drahtseile hat. Und wenn das halt dem ganzen Team fehlt, dann merkt man vielleicht auch, dass dann vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere, das ein oder andere Prozentchen dann abgezockt hat, einfach fehlt. Das ist einfach so.
Lass uns nochmal auf die Mannschaft vom VfB gucken. Ja. Genau, ich war ja in Augsburg vor Ort. Ich habe was gemacht, was ich noch nie in meinem Leben zuvor gemacht habe. Ich bin in der Halbzeitpause gegangen, weil ich einfach die Schnauze gestrichen voll hatte. Und dann fragst du dich, dann siehst du die ja, 7 Tage später und dann rennen die wieder und dann tun die wieder und dann beißen die. Das, was sie einfach ja Wochen davor nicht getan haben. Und ich frage mich dann schon ein bisschen, was sagt das Spiel oder was sagt das eigentlich diese letzten 7 Tage? Was sagt das über die Mannschaft vom VfB aus, über den Charakter vom VfB? Eigentlich nichts Gutes, weil also dass Markus Weinzierl nicht sonderlich beliebt war in der Mannschaft, das ist ja ein offenes Geheimnis. Und dass eine Mannschaft dann einem Trainer irgendwann nicht mehr folgt, egal ob er jetzt beliebt ist und egal ob die Mannschaft eine gute Mentalität und eine schlechte Mentalität hat, dass eine Mannschaft einem Trainer irgendwann nicht mehr folgt, wenn die Erfolgserlebnisse ausbleiben, das ist, denke ich, ein normaler Effekt. Ich glaube, das, was wir jetzt in den letzten 8 Tagen da gesehen haben beim VfB, da muss ich dann schon wirklich die Charakterfrage stellen bei dem einen oder anderen Spieler, weil sich in Augsburg so aufzugeben und dann eine Woche später, also und im Prinzip, man kann ja nicht beweisen, dass jemand gegen den Trainer gespielt hat. Aber dann würde ich vielleicht auch von gestandenen Profis erwarten, dass man wirklich sagt, komm, wir gehen geschlossen. Also dann eine Meuterei würde ich dann einfach erwarten vor dem Augsburg-Spiel. Dann würde ich wirklich sagen, vielleicht ist das ein bisschen utopisch, vielleicht bin ich dazu romantisch veranlagt, aber da sind auch gestandene Kicker in dieser Mannschaft, das ist definitiv so, die haben einiges gesehen. Und gegen Augsburg wäre ja nochmal theoretisch die Chance gewesen, wirklich ranzuschnuppern an den direkten Klassenerhalt. Und wenn diese Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer, ich will jetzt gar nicht mal Charakterschwäche irgendwie da als Grund nennen, aus welchen Gründen auch immer, der Überzeugung ist, es geht nicht mit diesem Trainer. Wir haben zu viele, die gegen diesen Trainer sind oder dieser Trainer hilft uns nicht mehr weiter oder hilft uns gar nicht mehr oder macht uns vielleicht sogar schlechter, dann erwarte ich eigentlich, dass da ein Mannschaftsrat, gestandene Spieler hingehen und sagen, pass auf, Trainer, pass auf, lieber Sportvorstand, es geht nicht mehr. Ja. Wir haben diesen Mist mit eingebrockt, dessen sind wir uns auch bewusst, ja. Aber wir brauchen jetzt einen Impuls, ja, für den Verein. Und das war ja im Prinzip, also dieses Spiel, dieses 0-6, das war ja im Prinzip, ja, ein Plädoyer ist fast schon zu schwach. Das war im Prinzip ein Schrei, schmeiß den Trainer raus. Genau, das war der Hilfeschrei. Uns reicht. Nein, ich will nicht sagen Hilfeschrei, weil ja. Hilfeschrei, das wird mir da fast schon wieder zu positiv, weil die Mannschaft doch genauso mit schuldig ist an dieser sportlichen Misere. Ich kann ja nicht immer nur alles auf den Trainer schieben. Ja? Absolut. Nur ein Trainer ist halt leichter ausgetauscht als eine Mannschaft. Das erzähle ich ja jetzt keine Neuigkeiten. Und nochmal, sich in diesem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, den ich dann vielleicht wieder mit reinziehen kann in den Abstiegskampf, nachdem der durch den Sieg in Frankfurt gerade Oberwasser geschnuppert hat und den ich dann vielleicht auch wieder so ein bisschen down to earth, sage ich jetzt mal, bringen kann. Nein, das geht nicht. Das ist wirklich, also, nee, kann ich, finde ich keine Worte für, muss ich sagen. Wenn ich dann sehe, dass es eine Woche später auch wieder geht. Ja, das ist eben der entscheidende Punkt. Genau, also mir ging es so nach dem Sieg, das war so, ja, Sieg ist schön, aber mir ist das so arg im Hinterkopf eben diese Woche davor rumgeschwirrt, wo ich denke, Leute, das kann nicht wahr sein, dass ihr jetzt genau 7 Tage später wieder Einsatz zeigt und dass jetzt in Anführungsstrichen alles wieder in Ordnung ist. Und da muss ich echt sagen, da kommen auf Hitzlsperger für die neue Saison wirklich große Aufgaben zu, diesen Charakter der Mannschaft letztendlich zu verbessern. Mir fällt da auch gleich Donis ein, der nach dem Spiel ja mehr oder weniger gesagt hat, jetzt hat er endlich wieder Vertrauen, sonst hat er davor alles nicht. Anstatt zu sagen, Junge, jetzt freu dich, du hast gerade ein Tor geschossen, ja. Du hast jetzt gespielt, beweis es auch mal über 2 Spiele, weil Donis ist gefühlt für mich einer, der sich auch nicht so gerne an der eigenen Nase fasst. Nein, der, ist definitiv nicht. Genau, der dann eher. Darf ich dir ganz kurz dazwischen grätschen? Also ich war bei Donis dabei, ich war auch derjenige, den angesprochen hat, als er rausging aus dem Spielertrakt und dann durch die Mixzone ging und dann nach draußen.
Dann haben wir eigentlich ganz normal gequatscht, so in die Richtung, Mensch, ja, was bedeutet es jetzt für dich, so dieses Tor zu machen? Also erstmal easygoing zum Einstieg sozusagen. Und ja, dann hat er eben so geschildert, toll, freue mich sehr. Und irgendwann kam dann eben die Frage, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, so nach seiner Zukunft. Ja, ich weiß nicht, ob man die jetzt stellen muss nach diesem Spiel, aber ich möchte auch keine Kollegenschelte betreiben, überhaupt nicht. Man kann die sicherlich stellen. Die Saison steht kurz vor dem Ende und er hat nicht viel gespielt. Deswegen ist es völlig legitim, sie auch zu stellen. Und er hat dann offen und ehrlich geantwortet. Und also klar, kann man so sehen wie du. Ja, musste er sich jetzt dahinstellen und sagen, oh, ich bleib oder bleib nicht oder ich hatte kein Vertrauen und ich will mir mehr vertrauen. Man kann das so sehen, aber man kann es auch so sehen, wie es ich sehe. Also wir wünschen uns doch alle authentische Spieler und Spieler, die den Mund aufmachen. Ne? Stichwort kurz vorher, da hätte ich mir ja gewünscht, dass eine Mann oder das sollte man sich eigentlich als Fan und auch als neutraler Beobachter wünschen, dass eine Mannschaft die Eier in der Hose hat und sagt, Trainer, so geht's nicht mehr, wir müssen reden. Ja? Oder Sportvorstand, es geht nicht mehr, wir müssen reden. Und da hat er das halt gesagt, er hat es auch ohne Groll gesagt, er hat es ganz einfach, ehrlich, vielleicht auch ein bisschen Zu ehrlich. unbedarft, ich will nicht sagen zu ehrlich, also er hat ja nicht gesagt, ich will weg oder er hat ja nicht gesagt, mich hält hier nichts mehr, er hat gesagt, nee, also ich kann mir das alles vorstellen, ich kann mir vorstellen zu bleiben, ich kann mir vorstellen zu gehen, ihr wisst, wie es im Fußball ist, ganz klar und so ist es, ja, das ist mir doch lieber als einer, der jetzt nach jeder gelungenen Aktion an die Eckfahne rennt und uns Wappen küsst und 3 Wochen später unterschreibt er irgendwo beim Erzrivalen. Also, ne, und auch wenn der Herr Donis da vielleicht ein bisschen unbedarft ist und sicherlich auch seine Disziplinprobleme hatte, nehmen wir es mal so als Imperfekt, dann sage ich, das ist heute Business as usual. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn sich ein Fan darüber aufregt. Aber nochmal, junger Karl, wir wollen authentische Jungs, wir wollen keine weichgespülten Antworten, wir wollen ehrliche Spieler, dann sollte sich auch niemand beschweren darüber, wenn ein Spieler mal ehrlich ist. Und nochmal, also er stellt sich ja jetzt nicht hin und sagt, ach übrigens, liebe Journalisten, ich kann mir vorstellen, den Verein zu wechseln im Sommer. Nein, der wird schon explizit danach gefragt. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn er antwortet. Das So ist sehe ich gut. das. Ja, nee, das ist auch super, jetzt quasi deine Vorgeschichte noch dazu zu kennen, wie es letztendlich dazu entstanden ist, weil die natürlich so im Ganzen dann oft nicht zu sehen war. Wie gesagt, für mich ist Donis einer von denen, die sich, wie gesagt, manchmal ein bisschen vermisse ich die Selbstreflexion, wo er sagt, ja gut, Definitiv. ich trainiere vielleicht manchmal nicht gut, aber mit der Vorgeschichte alles in Ordnung. Aber wie gesagt, wir sind ja ein bisschen über den Charakter von der Mannschaft gekommen und da ist wirklich interessant zu sehen, was da die nächsten Wochen und vor allem im Hinblick auf die neue Saison dann dementsprechend passieren wird. Ja, in jedem Fall. Lustigerweise war ich gestern in Hoffenheim, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und war da sozusagen für die Auswärtsmannschaft zuständig. Also für den Kollegen, der normalerweise über den VfL schreibt, habe ich nach dem Spiel quasi ja, die Wolfsburger Stimmen gesammelt. So nennt sich das bei uns. Und jetzt bei Wolfsburg denkt man schon sehr, sehr stark an das Thema Söldnermentalität. Und die waren ja auch in den letzten 2 Jahren wirklich für das, was da ja, eingesetzt wurde, einfach finanziell, also für den Sportetat und so weiter und so fort, waren die einfach. Also die Relation stimmte einfach nicht. Ich meine, die sind zweimal fast abgestiegen mit der Truppe. Und allzu viel, finde ich, haben die personell nicht geändert im Vergleich zu dieser Saison, zu der laufenden Saison. So, aber die schnuppern die schnuppern an der Champions League. Von daher glaube ich, es ist gar nicht, also man muss da jetzt nicht alles auf links drehen. Es gibt so drei, vier oder zwei, drei Stellschrauben. Ich glaube, in Wolfsburg waren ganz entscheidend auch ein Daniel Ginczek, der jetzt gestern nicht gespielt hat, aber auch ein Wout Weghorst, der da vorne mit ja, Riesenkerl, der macht da die Bälle fest, der ackert bis zum geht nicht mehr, der läuft, sieht manchmal ein bisschen ungelenk aus, aber wenn da vorne der Ball verloren wird, dann sprintet er mit zurück bis hinter die Mittellinie und ackert. Und ich glaube, so zwei, drei solcher Spieler, die würden dem VfB möglicherweise gut tun. Also ich kann mich noch sehr gut an das Interview von Matthias Zimmermann bei der Konkurrenz erinnern, Ja.
Im Herbst war das. Ich glaube, der sagte sinngemäß, der VfB hat Qualität dazu gewonnen, aber Mentalität verloren. Er meinte damit, glaube ich, sowohl sich als auch den Daniel Ginczek, als auch den Marcin Kaminski. Im Nachhinein muss man sagen, diese Aussage, auch wenn die damals bei vielen VfB-Fans, glaube ich, nicht so gut ankam. Ja, weiß nicht, ob belächelt, aber einfach nicht so gut ankam. Im Nachhinein muss man sagen, also Düsseldorf ist seit Wochen alle Abstiegssorgen los. Wie gesagt, Ginczek mit Wolfsburg, ja, schnuppert da oben ran. Also die Aussage war zumindest nicht falsch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, muss man leider so im Nachhinein sagen, dass in Düsseldorf mit Sicherheit, rein wenn du aufs Spielmaterial guckst, was da auf im Kader ist, auch rein auf dem Papier, würde man sagen, dürfte Düsseldorf gar nicht vor dem VfB stehen, aber sie haben es geschafft, eine Mannschaft rauszumachen. Und das liegt mit Sicherheit A am Trainer und B natürlich an einem Mannschaftsgefüge, an einer Mannschaft vielleicht auch Hierarchie. Auch an der Mentalität, ja. Genau, und da passt es dann das Ganze. Klar. Vielleicht noch ein letztes, bevor wir dann langsam in Richtung Dietrich kommen, was ich ganz interessant fand. Es gab ja, wie am Anfang deutlich zu hören war, es gab ja keinen Support in der Cannstatter Kurve oder keinen organisierten Support. Was ich dann ganz interessant war, was wirklich auch ein bisschen für Thomas Hitzlsperger spricht, ist, dass er diese Aktion erstmal gelobt hat. Das ist eigentlich gefühlt für einen VfB-Verantwortlichen erstmal ungewöhnlich. Also hätte ich nicht erwartet, aber er hat gesagt, ja. Er fand das gut. Und ich finde, wenn du einfach guckst, wie sich Hitzlsperger verhält, wie er so eine Situation anmoderiert oder aufnimmt, finde ich das echt wirklich sehr, sehr gut. Und du hast wirklich das Gefühl, er tut dem Verein auch mit solchen Aussagen, mit so einem Verhalten einfach sehr gut. Und was willst du jetzt noch darüber hinaus über diese Feststellung noch von mir? Ich kann das nur unterschreiben. Thomas Hitzlsperger ist macht das wahnsinnig smart und gut und Hut ab A für den Neuling auf dieser Position. Also das Business kennt er lange genug, der weiß natürlich auch, wie die Mechanismen funktionieren. Ich habe das Gefühl, er hat eine unglaublich gute Intuition, was in diesem oder in jenem Moment auch einfach nötig ist und was in diesem oder jenem Moment von seiner Person als Sportvorstand erwartet wird. Und das macht er ausgezeichnet in den letzten Monaten. Und von daher, ja, jetzt muss man einfach gucken, wie das Zusammenspiel mit Mislintat klappt. Und dann wird man weitersehen. Aber bisher kann ich an Thomas Hitzlsperger eigentlich, ja, vielleicht kann man sagen, man hat zu lange an Weinzel festgehalten. Vielleicht hat er da ein bisschen, ja, so diesem Wunsch, den eigentlich dieser ganze Verein ja irgendwie hat, nach Kontinuität, vielleicht hat er dem da ein bisschen zu sehr entsprochen, diesem Wunsch. Weil grundsätzlich ist ja Kontinuität etwas Gutes. Vielleicht hätte er früher merken können oder müssen sogar, dass es unter Weinzel nicht weitergeht. Andererseits nochmal, ich stelle mir das so vor, wie also du bist, keine Ahnung, Beamter und sitzt im Finanzamt und Gottes Willen bitte keine Kritik jetzt, also soll niemand als Kritik an Finanzbeamten verstehen, aber du bist Beamter und sitzt im Finanzamt und am Morgen kommt dein Chef zu dir und sagt so, mein lieber Herr Müller, Sie werden jetzt versetzt zur Betriebsfeuerwehr. Und übrigens, da haben wir gerade einen Großbrand auf einer Riesenbaustelle und Sie müssen jetzt da rein. So. Also, ne, das ist schon, genau. Also da fliegt dir erstmal alles um die Ohren und du musst erstmal die Ruhe bewahren und dann erstmal gucken, okay, was, wie, wo, was mache ich jetzt? Und er moderiert die Themen und das ist ganz, ganz wichtig. Wie eben am Samstag gesehen, sagt ganz klar, richtige Aktion, nachvollziehbare Aktion und ja, von daher, ja, macht er mehr richtig als falsch, definitiv. Das finde ich auch genau. Nee, mir ging es einfach nochmal, erst die Intention von der Aussage war das wirklich als positiv hervorzuheben, ja. Weil man wirft mir ja auch gerne mal vor, dass ich alles nur negativ sehe. Aber es gibt auch wirklich, so, ja, ja komm, okay. Kommt ab und zu vor. Okay. Aber da auch wirklich sagen, dass der seine Aufgabe da wirklich sehr gut erledigt oder sehr gut macht. Ja, also bisher, wie gesagt, genau, kann man, richtig. Kann man wirklich spannend wird der Sommer auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann geht es, glaube ich, auch irgendwann dann mal um das Thema Kontinuität. Ich meine, wir erleben nicht umsonst gerade Hamburg, interessant, Köln auch interessant.
was da passiert. Von daher, das ist natürlich schwierig, wenn's irgendwo nicht stimmt, auf welcher Ebene auch immer, dann ist es ganz, ganz schwierig, im sportlichen Kontinuität reinzubringen und ja, und das scheint mir beim VfB halt eben auch der Fall gewesen zu sein und vielleicht auch nach wie vor der Fall zu sein. Und wenn jetzt mit Hitzlsperger da jemand kommt, der eben gerade für das steht und sich dann daran auch messen lässt, dann kann das nicht verkehrt sein. Kontinuität heißt aber nicht Jobgarantien bis zum geht nicht mehr. Genau. Das darf natürlich auch nicht der Fall sein. Wenn wir bei Kontinuität sind, kommen wir auch irgendwie, haben wir einen prima Übergang zum Thema Verein und zu einem Stein, den du so ein bisschen in den letzten Tagen ins Rollen gebracht hast. Du hast quasi an Ostern, es war an Ostern, ich glaube, der Sonntag oder der Samstag war es, ich weiß gar nicht mehr. Das ist so nicht ganz richtig. Also die erste Berichterstattung gab es eigentlich in der Karwoche sozusagen. Das war der Montag vor Ostern, das war unsere Geschichte im Kicker-Business über den Luxemburger Fonds und über die Verästelungen oder Verwandelungen von Wolfgang Dietrich damit. Und dann gab es eine Folgegeschichte eine Woche später, die ist erschienen am Dienstag nach Ostern. Normalerweise erscheinen wir immer montags und donnerstags. Dem Wochenende wegen des Ostermontags, wegen des Feiertags sind wir am Dienstag erschienen, das ist üblich bei uns. Und jetzt gab es gestern, also am Sonntag, nochmal die dritte Geschichte dazu. Ja, genau. Mit neuen Aussagen eben von Jan Schindelmeiser. Ja, mit Aussagen von Jan Schindelmeiser und mit eben, ja, ich finde diese, also ich verstehe, ich kann den medialen Reflex nachvollziehen, dass man sich dann erstmal auf die Aussagen fokussiert von dem Ex-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Aber ich finde eigentlich die Ungereimtheit, was diese Angaben zu der fehlenden Bilanz, zu der angeblich lange fehlenden Bilanz angeht, die finde ich eigentlich weitaus spannender. Weil genau. Die Bilanz liegt nicht seit 3, 4, 5 Wochen vor, so dieser Eindruck wurde vermittelt, sondern diese Bilanz ist im Unternehmensregister vorhanden, die wurde eingetragen am 10.12.2018 und sie wurde festgestellt vom Geschäftsführer ausweislich dieses Auszugs am 26.11.2018. Also ja, das sind nicht 3, 4, 5 Wochen, das sind 4, 5, 5,5 Monate. So. Ich glaube generell, wenn man so das ganze Thema ein bisschen, deine Artikel ein bisschen rückblickend zeigt, es geht viel um quasi Termine oder Angaben von Daten, die nicht so ganz korrekt waren oder die man sehr großzügig oder die Wolfgang Dietrich sehr großzügig ausgelegt hat. Das ist ja, genau, also die er für sich quasi, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, positiv auslegt, aber die nicht wirklich so stattgefunden haben. Also ich will da gar nicht auf dem gesprochenen Wort zum Beispiel rumreiten. Wenn jemand sagt, er habe seine Anteile, nehmen wir einfach mal das Beispiel Quatrex GP Saal, das ist der General Partner des Luxemburger Fonds, das ist eine Luxemburger Firma. Wenn da jemand sagt, ja, ich habe die Anteile verkauft am 13.10.2016, und es ist aber der Vertrag ist eben erst geschlossen worden am 9.12.2016. Wenn das jemand sagt, finde ich, ja, mei, es ist so gesagtes Wort, da kann man mal was durcheinander bringen. Aber ich finde, wenn man auf eine Presseanfrage und scheinbar auch auf mehrere Presseanfragen so antwortet, schriftlich 13.10.2016, dann ist es nochmal was anderes, finde ich. Weil vielleicht löst man sich dann auch gedanklich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Verkaufsprozess angestoßen, aber es ist einfach eine. Das stimmt einfach so nicht. Also der Vertrag, und das ist halt entscheidend, ist datiert auf den 9.12. Von daher. Und so geht es halt eigentlich, das ist zumindest mein Eindruck, permanent. Genau. Lass uns vielleicht einfach für diejenigen, es gibt bestimmt viele, die sich in dem ganzen Fondsbereich alles, denen das alles nichts so genau sagt und die auch mit dieser ganzen Verschachtelung und Vernetzung dieser ganzen Fonds und Firmen nicht so ganz klarkommen. Klar. Vielleicht mal ganz grob, also versuchen das so gut wie es geht, sagen wir mal, einfach und verständlich zu erklären, welches denn die relevanten Firmen sind, um die es geht. Da ist natürlich die Quatrex Finance zu nennen, da ist diese VMN Consulting GmbH zu nennen. Wie kann man das möglichst einfach aufklären, wie da wer zusammenhängt? Darüber rätsle ich seit gut 4 Wochen, weil ich muss es ja auch niederschreiben und ich hoffe, es ist halbwegs verständlich. Aber tatsächlich im Ernst, es ist schwer, das Ganze zu erklären. Also ich will es mal versuchen. Also die VMM Consulting GmbH, das ist
die Haus GmbH von Wolfgang Dietrich, würde ich jetzt einfach mal sagen, an der hält er 100%. So, die hat wiederum, laut seiner Darstellung hatte, laut Handelsregister hat, 50% an der Quatex Finance GmbH. Das ist eine deutsche Firma mit Sitz in Stuttgart. Die anderen 50% gehören zu Teilen seinem Sohn und zu Teilen einem Herrn namens Tobias Schlauch. Das ist jemand, der in diesem Quatex-Firmennetzwerk als Manager, als ziemlich wichtiger Manager fungiert. Soll auch ein Freund der Familie sein. Ob das tatsächlich so ist, das kann ich nicht beurteilen. Allerdings hängen die schon sehr, sehr lange zusammen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, seit 2010. Also die Familie Dietrich und Schlauch. So, an dieser Quatex Finance GmbH hielt oder hält Wolfgang Dietrich über die VMM die Hälfte. Die Quatex Finance GmbH fungiert in einem Fonds in Luxemburg als Investment Advisor. Das heißt, sie, also übersetzt Investmentberater, die wird vergütet von diesem Fonds und zwar auf zwei Wegen. Der eine Weg ist eine ganz normale, ja, Beratungsgebühr. Das ist nicht ganz 1%, ich glaube 0,95%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der kumulierten Kapitalzusagen des Fonds. Also der Fonds zum Geschäftsmodell vielleicht nochmal, der Fonds sagt Fußballvereinen Kapital zu in Verträgen. Das sind jetzt momentan oder sind zum Stichtag Ende 2017 waren es drei deutsche Clubs, Heidenheim, Lautern und Union Berlin und ein österreichischer Club, Austria Wien. Von diesem Kapitalzusagen erhält die Quatrex Finance GmbH wiederum 0,95% als Beraterhonorar im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt es noch eine ja, erfolgsabhängige Gebühr für die Quatex Finance GmbH. Wenn dieser Fonds performt mit 6% oder mehr pro Jahr, also Jahresrendite, dann kriegt die Finance GmbH von dem Nettoerlös des Fonds 35%. Das waren kumuliert. Und es war im Jahr 2017, waren es 291.000 Euro. Also schon ein hübsches Sümmchen. Spannend ist vor dem Hintergrund auch, die Quatex Finance GmbH gibt kein Geld. Also sie ist jetzt kein Investor in diesen Fonds. Also das heißt, sie kann natürlich ein gewisses Risiko gehen, weil sie würde streng genommen kein Geld verlieren, wenn der Fonds jetzt Geld verlieren würde. Die Fondsinvestoren, die sind ja anonym. Aber das vielleicht nur am Rande. So, und an dieser Quatex Finance GmbH hielt oder hält Wolfgang Dietrich ja eben über die VMM 50%. Jetzt ist die Frage, wie da die Gewinnausschüttungen sind von der Quatex Finance GmbH. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Diese Verträge kenne ich nicht. Allerdings würde er ja auch indirekt profitieren, weil ja der Wert der Firma und damit der Wert seiner Anteile ja auch steigt. Mit jedem Euro, den die Finance GmbH einnimmt. War das einigermaßen nachvollziehbar? Also für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, entsprechend für unsere Zuhörer auch. Ich habe mich in diesen Themenkomplex auch versucht einzulesen und ich hatte so während meinem Studium auch so das ein oder andere mit solchen Themen, Firmenkonstrukte und so weiter. Mir ging es jetzt wirklich darum, weil, wie gesagt, es sind einige Fragen kommen, wie ist denn das? Was macht denn jetzt diese Quatrex Finance? Was sind die denn da? Und ich glaube, also so mein Empfinden hast du das gerade wirklich sehr für mich sehr plausibel erklärt und ich hoffe für alle, die zugehört haben, entsprechend Also auch. wer es nicht versteht, der einfach nochmal zurückspulen, Stift nehmen, Papieren oder Zettel und Stift nehmen und wirklich aufmalen. Auch mit Prozentangaben, mit Pfeilen. Das macht es ein bisschen leichter nachvollziehbar. Also so geht es mir zumindest. Ja, es ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist ein wirkliches Firmengeflecht, was da entstanden ist. Das sind ja nicht die einzigen Firmen, aber es sind jetzt halt Nein, die, genau. das Das sind sind die jetzt, relevanten, würde ich jetzt genau, sagen, richtig, um es einfach zu erklären. Genau. genau, das sind jetzt für den Sachverhalt, den wir aktuell besprechen Genau, oder der aktuell genau. in den Medien ist, sind das die relevanten Firmen. Wie gesagt, es gibt noch andere, die Richtig. aber auch von meiner Warte aus gefühlt jetzt erstmal nichts zur Sachlage beitragen. Also zu dieser konkreten Verdienstmöglichkeit für Quatex Finance jetzt tatsächlich nichts. Da gibt es auch noch eine QLD Ballsport GmbH, da gibt es die Quatex Finance 2 GmbH, an der Wolfgang Dietrich aber nie
beteiligt war. Die gibt es auch erst seit kurzem. Und die, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist die von Tobias Schlauch und Dietrich Junior gegründet worden. Welchen Zweck die genau erfüllt, kann ich nicht sagen. Da wird man sicherlich abwarten müssen, aber die wird sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise mit diesem Geflecht zusammenhängen. Also allein schon der Name legt es ja nahe. Aber ja, also es gibt da noch Tata, es gibt ja auch die Quatex Sports AG, die deutsche AG, das ist sozusagen die Urfirma, und es gibt ja auch Vorgänger, wie die Ventric AG, bei der Wolfgang Dietrich ja Generalbevollmächtigter nannte er sich, glaube ich, war, die ja auch schon im Bereich Sportfinanzierungen unterwegs war. Genau, und was jetzt halt einfach auch interessant ist, und letztendlich das sind ja auch die Themen, auf die du dann ja ansprichst, ist, jetzt geht's ja, wann war er da noch beteiligt oder ist noch beteiligt? Du hast es gerade schon erwähnt, laut Handelsregister ist er noch beteiligt, auch wenn er sagt, ich genau, habe... Genau, also sagen wir erstmal so, also machen wir erstmal das, was unstrittig ist. Okay. Unstrittig ist, zumindest sagt er das auch, dass er bis 31.12.2017 diese 50% über die VMM an der Quatex Finance GmbH hielt. Das ist alles, also sprich, die Möglichkeit definitiv hatte, vom sportlichen Erfolg, vom Erfolg dieser Quatex-Clubs zu profitieren. Er hatte diese Möglichkeit. Ja? Wenn nicht direkt, Stichwort Gewinnausschüttung, dann zumindest indirekt, weil seine Anteile an Wert gewonnen haben. Ja? So, dann frage ich eben, und das ist nicht verboten, die Statuten verbieten ihm das nicht, die DFL hat es geprüft, es ist nicht verboten, aber es ist halt die Frage, und die muss dann wieder jeder für sich selbst beantworten, ist das mit seinen Vorstellungen von Moral und Ethik, gerade im Sport, der sich ja immer auf Werte wie Fair Play beschwört, oder auf Werte wie Fair Play immer Wert legt nach außen, ist es dann in Ordnung, wenn der Vereinspräsident respektive der Aufsichtsratschef einer ausgegliederten Fußball-AG Geld verdienen kann mit dem sportlichen Erfolg der direkten Konkurrenz? Weil wir befinden uns ja im Jahr 2017, also sprich die Saison 16-17, genau. Richtig, VfB Stuttgart, zweite Liga, Wolfgang Dietrich ab Oktober 2016 Präsident, Union Berlin, damals schon so ein bisschen oben mit hingeschnuppert, Heidenheim, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mit einer sportlich durchaus erfolgreichen Saison. Absolut. Lautern eigentlich schon mit dem Ziel, oben mitzuspielen, aber damals irgendwo im hinteren Mittelfeld gelandet. Also, und selbst wenn die Zielsetzung eine andere ist, es sind direkte Konkurrenten, das lässt sich ja nicht verleugnen. Ja. Genau. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, oder ob es einem egal ist, das muss bitte jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte da keine meine Meinung aufdrücken. Ich habe meine Meinung zu dem Thema. Ich sage auch ganz offen, ich finde das nicht so dolle, sage ich ganz ehrlich. Für mich ist eigentlich nur entscheidend der folgende Aspekt. Wusste denn jeder davon? Und das ist für mich nicht gegeben. Und das ist schon entscheidend, weil für einen demokratischen Prozess, und eine Mitgliederwahl ist ein oder eine Präsidentenwahl in einem EV ist ein demokratischer Prozess, außer vielleicht bei bestimmten Vereinen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, da sollte man möglichst viele und möglichst alle Infos haben. Und wenn dann Dinge im stillen Kämmerlein irgendwo ausgekratet werden und dann so mit der Maßgabe, ja, wir haben das geprüft, alles gut, alles sauber, alles super, ja, dann müssen auch Medien da genau hinschauen, das ist deren Aufgabe, ja. Und müssen die Leute, finde ich zumindest, darüber informieren, wie es denn tatsächlich ist. Und weil bei Twitter mal die Frage aufkam, ob jetzt der Schindelmeiser das denn wissen muss als Sportvorstand, inwiefern Dietrich da eingebunden ist oder nicht eingebunden ist. Ich finde A, schon, dass er das wissen sollte und B, oder dass er darüber informiert sein sollte. Und B, ist es auch jetzt, also es wird ja der Eindruck vermittelt von der aktuellen Führung. Die sagen ja, Gremien wussten Bescheid, dass er profitieren kann. Also und Schindelmeiser, zumindest so sagte er es uns gegenüber, das hat er uns auch schriftlich versichert, er wusste es nicht. Im Übrigen hat er sich auch nicht proaktiv zu Wort gemeldet, er wurde gefragt von mir. Genau, so hatte ich das auch aus dem Artikel rausgelesen, dass sie ihn angefragt hat. Und du hast es eigentlich, finde ich, schon sehr richtig gesagt. Es geht, vielleicht ist es rechtlich irgendwie alles in Ordnung. Es geht eher so um diesen
in Anführungsstrichen ethischen Aspekt von der ganzen Geschichte. Genau, und den muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau, weil er stellt sich zur Wahl. Es heißt, nö, das ist alles sauber, alles gut. Und auch mit diesem Hintergedanken wird die Ausgliederung ja letztendlich vorangetrieben. Das kommt da ja mit hinzu. Und letztendlich könnte man sagen, naja, die Mitglieder waren nicht in vollem Umfange informiert, in welchem Maße Wolfgang Dietrich da noch beteiligt ist an diesen Geschichten. Und wenn man auf die Wahl eben zurückguckt, er ist mit 57, es war sehr knapp. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht seine Stimme da anders gegeben hat. Ist alles hypothetisch, es ist alles passiert. Klar. Aber es geht dann jetzt ja letztlich darum, eben hätte man das wissen müssen, und weil Pott stellt sich ja hin, das hast du gerade auch gesagt, der Gesetz war alles in Ordnung, wir haben es alles geprüft, steht quasi ja Aussage gegen Aussage mit Jan Schindelmeiser, der sagt, nee, wir wussten oder ich wusste das zumindest nicht, und was dann eben diese Aussagen von Pott auch wiederum zurücknehmen würde oder sagen würde, ja, das stimmt nicht. Ja. Der sagt es jetzt quasi nur, damit da Ruhe im Karton ist, mehr oder weniger. Naja, wenn man Ruhe im Karton bringen will, dann weiß ich nicht, ob es dann so gut war, gegen Buchwald und Klinsmann zu schießen. Aber ja, gut, das tatsächlich nur am Rande. Also ich finde das schon recht amüsant, was da letzte Woche dann gegen Ende der Woche abgelaufen ist. Da sagt man einerseits, wir brauchen jetzt Ruhe im Verein, alle müssen einen Strang ziehen. Perfekt. Und dann kommt dann am Donnerstag oder Freitag kommt eine Vernichtung von dem ehemaligen Aufsichtsratskollegen. Auch das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber wir waren noch nicht fertig, bezogen auf die Beteiligung oder eben nicht mehr Beteiligung. Wolfgang Dietrich sagt, er habe diese Anteile mit Wirkung vom 01.01.2018 verkauft. Und zwar, und jetzt wird es wieder kompliziert, also wer es sich aufmalen will, der sollte jetzt zum Stift greifen und sich vielleicht einen neuen Zettel hinlegen. Die 50%, die er über die VMM an der Quatrex Finance GmbH hält, die will er verkauft haben, rückwirkend zum 01.01.2018, in einem Vertrag, der aufgesetzt wurde im März 2018, also nochmal 3 Monate später. Das Ganze ist allerdings noch nicht im Handelsregister eingetragen. Normalerweise sind die da relativ schnell, was Veränderungen der Gesellschafterliste angeht. Aber sie sind natürlich auch auf Hinweise oder auf notarielle Beurkundung und Einreichung der jeweiligen Firmeninhaber angewiesen. Er erklärt das so: Man wollte oder der Kaufpreis oder der Verkaufspreis seiner Anteile habe sich oder sollte sich orientieren am Bilanzergebnis 31.12.2017, also an der Jahresbilanz 2017. Genau. Nun ist es so, wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, der weiß natürlich, eine Bilanz zu erstellen, das dauert seine Zeit. Vor allem dann, wenn es dann auch noch um den Luxemburger Fonds geht und um solche Performance Fees und Advisory Fees. Das dauert tatsächlich. Also da möchte ich sagen, das muss jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr der Fall sein. Und er sagte jetzt, und er stellt das ja auch so dar, in seiner Botschaft an die Mitglieder am Mittwochnachmittag, dass diese Bilanz erst seit kurzem vorliegt. Am Dienstag gab es auch eine Medienrunde dazu. Da hieß es so, ohne sich jetzt konkret auf eine Woche festzulegen, 3 bis 5 Wochen, Pi mal Daumen, 3 bis 5 Wochen. Also wenn wir dann jetzt heute Montag, knapp eine Woche später, lass es dann 4 bis 6 Wochen sein. Also sprich im günstigsten Falle Mitte März. Und das ist schlicht und ergreifend falsch. Also laut Unternehmensregister, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wurde diese Bilanz festgestellt am 26.11.2018 und sie wurde ins Unternehmensregister eingetragen am 10. Dezember 2018. Und das ist eine zeitliche Diskrepanz, die ich zumindest spannend finde. Genau, weil es einfach nicht mit dem, auch hier sind wir wieder beim Thema, was erzähle ich meinen Mitgliedern oder was erzähle ich jetzt letztendlich mal meinen Vereinsmitgliedern? Deckt sich halt nicht. Genau. Es sieht eher so aus, als ob es da halt weiterhin darum geht. Und wenn man, wie gesagt, diese ganze Historie anguckt, dass es immer so ein bisschen geht, das noch rauszuzögern, ein bisschen anders darzustellen, sodass man da aus der Nummer irgendwie noch rauskommt. Also ist so mein Eindruck von relativ außen. Man versucht das so ein bisschen runterzuspielen. Du hast es auch so schön in deinem Artikel geschrieben, dass mehr oder weniger
dass er das dann also mit einem Lächeln so das ein oder andere abtut. Ja, da ging es um die luxemburgische Firma. Ja, dazu will ich jetzt gar nichts mehr sagen, da ist eigentlich alles geschrieben und gesagt zu. Und was ich dann auch in dem Zuge interessant fand, ist, dass er auf eine emotionale Geschichte reagiert hat. Und zwar eigentlich mit einem Vorwurf, den ihr überhaupt nicht gemacht habt. Ihr habt ja nie den Vorwurf gemacht, zu sagen, der VfB, also er schadet dem VfB damit oder er will Vorteile aus dem VfB anders sehen. Ja. Und dann kommt er mit so einer quasi emotionalen Geschichte. Du hast vorhin schon das Thema Zusammenhalt angesprochen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er versucht es abzubügeln. So gut es geht. Ja, also dieses Dementi oder dieses eine Sache dementieren, die nie unterstellt wurde, das ist ja ein üblicher Reflex. Das ist ja ein üblicher Reflex, den schon diverse Leute aus Sport, aus Politik, aus keine Ahnung, aus welchen Branchen, aus Wirtschaft schon immer gemacht haben, um sich dann von einem vermeintlichen Vorwurf reinzuwaschen, den es nie gegeben hat. Ja, nur es ist halt einfach, so ein Dementi dann zu nehmen und medial aufzugreifen. Ja, weil das gibt Klicks, das gibt Aufmerksamkeit, aber es entkräftet ja nichts, weil nochmal, diesen Vorwurf gab es nie. Aber gut, das scheint dann halt eine Form der PR-Strategie zu sein. Mei, auch das soll jeder für sich selbst bewerten. Und dann dieser Aufruf zum Zusammenhalt und jetzt geht es doch um alles und die Fragen können wir ja danach beantworten. Ja, auch da, also es gab ja jetzt in den letzten Monaten auch schon diverse Fußballtrainer, die irgendwie Journalisten gesagt haben, so, ja, ihr wollt doch nächstes Jahr auch nicht in die zweite Liga, sondern ihr wollt doch auch Bundesliga in Anführungszeichen spielen endlich. Ich finde, das offenbart ein recht merkwürdiges Medienverständnis dann. Und dass man das aber bei den Mitgliedern macht und Fans macht, das halte ich sogar für legitim. Allerdings, um sich selbst dann so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, naja, das ist dann schon wieder eine Strategie halt. Muss man wahrscheinlich machen, aber ich muss es dann auch nicht beklatschen. Du hattest sonst ihr hattet sonst noch irgendwie Anfragen an andere vom Aufsichtsrat gestellt, aber oder habt ihr da irgendwas noch gemacht in der Richtung? Wie an andere vom Aufsichtsrat? Also nein. Wir haben an den VfB eine große Anfrage gestellt vor 2,5 Wochen. Pi mal Daumen. Ich glaube Mittwoch vor. Also am Mittwoch werden es 3 Wochen, so muss ich sagen. Die wurde auch innerhalb der gebetenen oder erbetenen Frist beantwortet. Ja, genau. Und da kamen mehrere Personen sozusagen zu Wort. Also es gab allgemeine Aussagen, es gab Aussagen im Namen von Wolfgang Dietrich und es gab Aussagen im Namen von Stefan Heim vom Finanzvorstand. Genau. Okay. Ja. Wie ist jetzt so, hört sich jetzt blöd an, wie ist deine weitere oder wie bleibst du an dem Thema dran? Weil das ist ja wahrscheinlich einfach für dich ja auch rein journalistisch und rein noch nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Naja, was heißt zufriedenstellend abgeschlossen? Ich habe jetzt nochmal Fragen aufgeworfen, Stichwort 26. November 2018 und 3 bis 5 Wochen. Diese Frage wird jetzt irgendwann mal zu beantworten sein, glaube ich. Nach wie vor steht der Eintrag ins Handelsregister aus. Ich gehe davon aus, dass Wolfgang Dietrich das nachreichen wird. Das ist ja auch kein großes Problem. Was heißt zufriedenstellend? Also ich gehe nicht mit irgendeinem Ziel an die Sache. Ich wurde es letzte Woche auch schon mal in dem Podcast gefragt. Für uns ist entscheidend, dass wir Transparenz in so eine Sache bringen. Und ich glaube, jetzt haben wir eine Entwicklung angestoßen, auch von Seiten von ihm, wo er jetzt erstmal gefragt ist, diese Fragezeichen zu erklären und aufzuklären. Wie er das dann tut und tun kann, das entzieht sich ja logischerweise meiner Kenntnis. Ja, genau. Und inwiefern wir dranbleiben, natürlich beobachten wir das Thema. Also das ist doch klar, das ist doch logisch. Das heißt, also du wirst weiter hoffentlich an dieser Sache dranbleiben. Und was denkst du, hat das eine Auswirkung auf die Mitgliederversammlung im Juli? Ich meine, das ist ja ein heißes Thema und ich bin mir sicher, da werden die ein oder anderen Wortbeiträge dazu kommen.
Tja, alles andere fände ich jetzt überraschend. Aber inwiefern sich dann noch wer zu Wort meldet, das kann ich natürlich ich kann nicht in die Zukunft schauen, ne? Es gibt halt im Sport immer nur, oder im Fußball oder im Sport allgemein ist es so, sportlicher Erfolg übertüncht ja alles. Wenn der VfB jetzt sogar noch den direkten Klassenerhalt schafft, dann wird die Situation für ihn natürlich auch zumindest einfacher zu managen. Das haben wir schon überall gesehen. Da wo sportlicher Erfolg ist, da werden auch die Führungsfiguren und vielleicht ist das auch in Ordnung so, weiß ich nicht. Da wird es immer leichter, sage ich mal, Probleme zu übertünchen. Ja. Und obwohl ich möchte diese beiden Felder eigentlich grundsätzlich trennen, aber ich glaube, beim Sport ist das wahrscheinlich, weil es ein emotionales Thema ist, ist es wahrscheinlich nicht möglich. Aber das eine ist der Sport und das andere ist die Führung eines Vereins, beziehungsweise streng genommen nicht eines Vereins, sondern eines Wirtschaftsunternehmens. Wir reden ja bei der Bundesliga heute nicht mehr von Vereinen, oder schon noch von Vereinen, aber wir reden von Mittelständlern. Ja. Richtig, rein von den Summen, die da mit Genau, denen er hantiert wird, klar. ganz Ja, klar, genau. absolut, absolut. Und ich möchte, auch da möchte ich das eigentlich getrennt wissen. Auch dieser Vorwurf zum Beispiel, man wundert sich jetzt, dass das jetzt kommt im Abstiegskampf. Also jetzt mal ganz ehrlich, als ob eine Mannschaft dann schlechter oder besser spielen würde, weil man Dinge hinterfragt, die eigentlich, sagen wir mal, die Vereinspolitik und vielleicht auch die wirtschaftliche Führung eines Vereins betreffen. Also ich finde, diese Argumentation ist ein bisschen abenteuerlich. Vor allem, wenn man das historisch betrachtet, Dietrich selbst oder der VfB selbst hatte ja keine Schmerzen, in der Zweitligasaison die Ausgliederung zu veröffentlichen oder quasi den Plan für die Ausgliederung zu veröffentlichen, als der VfB selber sportlich relativ hart an der Grenze war. Da war gerade dieses 3:3 gegen Dresden, man hat ein paar Mal nicht gewonnen gehabt. Und da kam die mit der Ausgliederung raus. Also da könnte man auch sagen, da war es sportlich auch nicht unbedingt eine einfache Situation, aber da hatten die auch keine Schmerzen, das zu machen. Kann man im Umkehrschluss genauso sagen, ja, dann ist es jetzt andersrum bitteschön auch erlaubt. Und deswegen, ich finde es wie gesagt gut. Und hier nochmal von meiner Seite aus echt ein dickes Lob an euch, dass ihr da nachgehakt habt, dass ihr da nachgeforscht habt, um ja dieses Firmengeflecht und ja diese offenen Fragen weiter voranzutreiben. Weil ich habe das Gefühl, viele Fans interessiert es gar nicht. Ja, die sagen, es ist mir doch scheißegal, Hauptsache, du hast es gerade so schön gesagt, Hauptsache der VfB spielt erfolgreich, ne? Ja, Hauptsache. genau, das ist eben der übliche Reflex. Und auch das ist ja was, das ist auch, das muss auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, weil der eine sucht im Fußball oder bei seinem Verein, der sucht einfach nur Ablenkung von der Woche. Der andere, der hinterfragt vielleicht Dinge, und der dritte, der will vielleicht selbst mitmachen, ein aktives Mitglied sein. Auch da gibt es sicherlich Unterschiede, wie die Leute das Thema dann beleuchten. Genau, also ich denke auch, das sieht einfach jeder anders, was einen da interessiert. Wie gesagt, manche sagen dann, hey Leute, lasst es doch machen, aber es gibt halt viele, denen der Verein einfach viel bedeutet oder denen der Verein einfach sehr wichtig ist und die sich dann mit sowas einfach sehr, sehr schwer tun. Und deswegen, wie gesagt, auch super, dass ihr da eben nachgehakt habt und nachgeforscht habt. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr bleibt am Ball, finde ich sehr gut. Und ich bin einfach gespannt, was die nächste Antwort von Dietrich sein wird. Also ich bin mir von meiner Warte aus sicher, wie du sagst, er wird irgendwas nachreichen, er wird Ja, das hat er entsprechend. ja auch angekündigt. Also Genau. zumindest den Handelsregistereintrag, den hat er angekündigt. Der sollte ja auch kein Problem sein. Er wird dann. Ich habe schon scherzhaft gemeint, vielleicht gibt es in Stuttgart keine Notare. Ja, dass es so schwierig ist, keine Ahnung. Genau, es bleibt wirklich diese Frage der unterschiedlichen Tage und Zeitpunkte, die da gewählt worden sind. Und mal gucken, ob da noch ein bisschen Licht ins Dunkel reinkommt. Gerade jetzt die von dir angesprochenen Sachen mit der Bilanz und so weiter, woran es da liegt oder woran es da gehabert hat, dass es dann doch länger gedauert hat. Also dafür habe ich keine, also Stand jetzt habe ich dafür keine Erklärung. Ich bin dann gespannt auf seine Erklärung. Mit diesem, ja, Abschluss würde ich sagen, weil du hast auch nicht
heute, also erst nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast heute nicht ganz so viel Zeit und deswegen machen wir es heute recht kurz und kompakt, dass du noch in deine weiteren Termine kannst und dass wir dich da nicht groß aufhalten. Wie gesagt, von meiner Seite. Ja, nee, das, wie gesagt, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute für einen Brustring-Talk zu einer ungewöhnlichen Zeitpunkt aufgenommen. Wir haben nachmittags aufgenommen. Normalerweise nehmen wir Richtung Abend auf, aber dann wäre das Ganze noch ein bisschen knapper geworden und deswegen heute ein bisschen verkürzt. Wie gesagt, vielen Dank von meiner Seite. Falls ihr es noch nicht tut, ihr könnt dem Benjamin auf Twitter natürlich auch folgen. Da kriegt ihr auch immer die aktuellsten Informationen rund um neue Artikel und Gegebenheiten um das Thema mit. Oder ihr lest ganz einfach einen Kicker natürlich. Das funktioniert auch. Das wäre mir noch ein größeres Anliegen. Unterstützt Journalismus. Nein, das ist mein Ernst. Absolut. Ja. Genau, von meiner Warte aus war es das, wie ihr könnt den Podcast wie immer auf meinsportpodcast.de, auf Spotify, Apple, Google und so weiter finden. Das Ganze wird auch auf YouTube veröffentlicht. Ich mache es heute, wie gesagt, ganz kurz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann hören wir uns in 2 Wochen im Brustring-Talk wieder und hoffentlich mit zumindest einer sicheren Relegation. Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören. Ciao. Thank you.